Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Anno 1800. Wir kreisen hier munter um unser kleines Stadtzentrum mit Bar und Marktplatz. Und ich stelle gerade fest, dass unsere Siedlung so ein bisschen Schieflage hat. Macht aber gar nichts. Ja, womit geht's denn heute weiter? Heute geht's, glaube ich, wieder ein bisschen auf die Nebeninseln. Wir werden mal gucken, was unsere Bewohner so fordern und werden uns dann mal an die nächsten Bedarfe machen. Nebenbei werden wir noch ein paar Schiffchen produzieren. Langsam ist unsere Flotte ja doch ein bisschen notwendiger, weil wir mehr Expeditionen starten. Und dann gucken wir doch einfach mal. Ja, wir fangen an mit dem Schiffchen. Spielstand gespeichert. Immer gerade, wenn ich anfange, ist auch interessant. Noch eins, wo stehen die eigentlich alle? Das ist nicht meins. Natürlich komme ich die mit Schiffen. Was soll ich sonst kommen? Junge. So, wir haben immer noch keine Steine, stelle ich fest, aber wir können mal gucken, was die jetzt wollen. Die wollen Pelzmäntel, sind ansonsten aber voll zufrieden. Oh, ne. Zeitung, ja gut. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Würde ich sagen, rüsten wir noch ein paar auf, aber vorher brauchen wir erst noch wieder ein paar Arbeiter, sonst kommen wir hier nicht weit. Und die hier hinten sind eh hässlich wie die Nacht. Und das gefällt mir gar nicht, deswegen mehr davon. So, und da wir ja bei unseren Besuchern hier einen schönen Eindruck erwecken wollen, fangen wir hier vorne an. Machen das ein bisschen schicki. Wir müssen auf 900 kommen. Ah, jetzt könnten wir auch aufsteigen, sehe ich gerade. Nee, das sind Arbeiter, ich wollte doch meinen. So, 885. Ziehen die noch mehr ein? Ja. Ein paar kommen noch. Und dann haben wir die nächste Bedürfnisstufe quasi freigeschalten. Was willst du denn? Keine Tortillas mehr. Oh. Da müssen wir aber fix mal gucken. Ab in die neue Welt. Hier gibt es keine Tortillas mehr. Ja, hier sowieso nicht. Aber hier hatten wir ja welche angebaut, ne? Beziehungsweise die Sachen dafür. Ja, Holz haben wir en masse. Das ist ja ärgerlich. So, ihr habt keine Tortillas. Wahrscheinlich wohl eure Kumpels auf der Nachbarinsel, ne? Gucken wir mal. Bananen haben die genug. Tortillas haben die auch genug. Ich glaube, wir könnten hier eine Handelsroute einrichten. Mit der guten Kondor. Das machen wir einfach mal. Und zwar Route einrichten. Handelsroute. Und das geht dann von hier nach da. Wir laden ein. Lecker Tortillas. Obwohl, die können wir auf der anderen Insel, glaube ich, auch produzieren. Ach nee, da hatten wir die Dings nicht. Und eigentlich können wir da auf den beiden Inseln auch das Lehm aufteilen. Das heißt, kann er auch fleißig mitnehmen. Dann haben wir da immer auf beiden genug. Ja, Feuer frei. Schiff brauchen wir natürlich auch. Wo ist die Kondor? Da ist er. Leider unbewaffnet. Bräuchten wir bei Gelegenheit vielleicht nochmal. Was ist hier los? Dieser Route. Ich habe doch gerade hier die Kondor hinzugefügt. Was soll denn das? Ah, ne. So. Geht doch. So, damit gibt es dann Tortillas für alle. Und da haben wir genug Einwohner auf der Hauptinsel. Sehr schön, sehr schön. Ich überlege, machen wir noch ein paar mehr Tortillas, wenn wir damit jetzt zwei Inseln versorgen. Und wir in die Produktion dafür. Hier hinten. So, nochmal gucken. Du brauchst 30 Sekunden, ihr braucht eine Minute. Deswegen zwei davon. Und zwei davon. Oh, du bist etwas überfordert, das ist nicht gut. Ja, bauen wir da noch ein paar. Bisschen Fleisch. Was hier vorne? Ja, wir machen das so. Hier machen wir den Fleisch hin. Wie macht das Sinn? So macht das Sinn. So, dann haben wir die hier so mal gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und noch so ein.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Dies passt. Und dann noch zwei Maisplantagen. Eine hier, eine hier. So. Dann müssen wir erstmal gucken, wie weit er hier muss. Na klar. 165, 66, 67, 68. Und das gleiche machen wir mit dir hier. Zack. 165. Und 178. So, dazu gibt es noch so eine Tortilla-Dings hier. Zack. Machen wir andersrum. Ziehen da ein paar Bäume zwischen. Wie eigentlich? Ja. Boah, Palmen. Wie gut ist das? Zack. Ein besonderer Besucher. Ja, komm. Was geht ab? Wer bist du? Von Expedition zurück. Ach, ein Wachtmeister. Dieser Spezialist möchte in ihre Stadt ziehen. Erlauben Sie es ihm. Natürlich. Komm ran. Was kannst du? Gar nichts. Muss wahrscheinlich ins Rathaus. Auch nicht. Wofür ist er denn? Angriffsgeschwindigkeit plus 10%. Kann auf Kriegsschiffen eingesetzt werden. Ja, yeah, oder auf Expeditionen wahrscheinlich. Sucht es uns nicht. Oh. Angst vor dem Licht. Ah, die Nummer wieder. So, diesmal machen wir das hier mit Heilkunst. Ne, das ist das gleiche wie vorhin. Oder beziehungsweise in der letzten Folge. Dass der Krank da kommt und der Arzt ihn untersuchen soll. Dem Arzt fehlen die Worte. Oh, ist aber eine andere Antwort. Angst vor dem Licht klingt nach einem Leiden, das in das Reich des Herrn gehört. Und der Mann der Wissenschaft ist zu geblendet von seiner Furcht, um die Veränderungen in seiner Patienten zu bemerken. In einem unvorhergesehenen Wutanfall stützt sich der Kranke auf den Heiler und versucht, ihm die Augen auszukratzen, bevor ihn die umstehenden Matrosen bändigen. Was ist das für ein Wahnsinn? Ja, wir könnten ihn jetzt einsperren, aber... Ach komm, wird schon. Schön putzen. Die Symptome führen zum Tod. Der gefesselte Patient windet sich greifend und kreischend und fleht, das Licht möge verschwinden, bis ihn ein Anfall von erstaunlicher Stärke anfasst und seinen Kadaver in einer unmöglichen Stellung erstarren lässt. Zu spät erkennt der Arzt, dass er es mit einem Fall der Tollwut zu tun gehabt haben könnte. Rings um ihn wird die Mannschaft unruhig. Was, wenn diese verspätete Einsicht eines Wissenschaftlers dennoch verkehrt ist? Ja, wir könnten jetzt in den Habseligkeiten suchen oder unseren unfähigen Arzt da nochmal ranlassen. Ja, und da könnte ja sowas drinstehen, wenn er gebissen wurde, ne? Wir gucken mal da rein. Unwiderlegbare Beweise zeugen von einer scheußlichen Geschichte. Die Untersuchung der Habseligkeiten des Mannes erbringt keine Resultate, aber ihre Matrosen sind nicht so dumm, dieses Scheitern als endgültig anzusehen. Sie dehnen die Suche auf die Schlafquartiere aus und finden zwischen den losen Planken einer stümperhaft durchgeführten Reparatur ihren Beweis. Ein Hubertus-Schlüssel, wesentliches Artefakt für einen Gläubigen, der einen Fall von Tollwut vermutet. Der Matrose wusste von seiner Erkrankung und hat sie verheimlicht. Die Wahrheit schmerzt die Besatzung, erleichtert sie aber auch zugleich, da der Fall nun abgeschlossen ist. Na, haben ein gutes Ende genommen. Läuft. Ne? Habt ihr gut gemacht, habt einen Mann verloren, Runde saufen, geht wieder. So. Dann haben wir die andere Stadt jetzt gerade ausgebaut. Jetzt wollt ihr hier neue Sachen haben. Wir haben ja jetzt hier genug. Und jetzt hätten die hier einen Pelzmantel. Oh, und wir können einen Arzt bauen. Das ist vielleicht auch gar nicht verkehrt. Ein Krankenhaus. Brauchen wir auch wieder zwei von. Geleitschutzaufgabe. Haben wir ein Schiff hier? Das ist eins im Bau. Das ist in ein paar Minuten fertig. 3. Nehmen wir mal an. Ich habe weniger Angst um dich, als du denkst. Ne, da fahren wir mit unserem Pott hin und der wird das schon. Die haben wir gleich noch eine Quest. Einwohneraufgabe.
Der Arzt hat mir verboten, die schweren Eimer mit Wasser ständig hin und her zu schleppen, aber ich habe viele Mäuler zu stopfen. Wäre doch nur ein Brunnen in der Nähe. Och ja, das machen wir. So ein Springbrunnen bauen. Auf der Insel. Irgendwo. Ach so. Auf der Aufgabesteller wohnt. Ja gut. Das ist ja schnell gemacht. Das ist ja wirklich schnell gemacht. So, wo haben wir die? Und der Handwerker, glaube ich. Hier nicht. Dann haben wir sie hier. Also den Gefallen tue ich dir ja aktuell echt gerne. Ich weiß noch nicht wo. Ja, da finden wir auch. Hier ist doch ein wunderschönes Plätzchen. Oder hier? Nö, da können wir was anderes Schönes bauen. Oh, das war zwar falsch, das zweite, aber so. Wilder Wasserbüffel. Oh, Haus von seinem Zoo. Na, wird auch Zeit. Zack. Bisschen schicki. Tada. Da wird doch ein Schuh draus. So, kommen hier mittlerweile eigentlich mal Leute? Hier ein bisschen. Und bringen sogar ein bisschen Geld in die Kassen. Das ist doch herrlich. So, was ich hier hinten immer noch alles so hässlich habe, stört mich allerdings. Man braucht echt einfach so unglaublich viele Bauern. Kackbauern, hey. So, kann ich hier jetzt eigentlich mittlerweile mal? Nö. Kann ich hier eine? Auch nicht. Warum eigentlich nicht? Dinge, die mich stören. Von mir. Wir gucken mal, ob das mit das hier rüber geht. Auch nicht. Hier rüber geht nicht. Hier rüber geht nicht. Jetzt hat er die gebaut. Kacke noch eins. Wo kommen wir denn hier rüber? Kommen wir hier gar nicht rüber, oder was? Oh, das ist nicht gut. Wo denn? Oh, sogar ziemlich hart. Ja, ich hätte vielleicht aufrüsten sollen. Ich Idiot. Einmal aufrüsten. Was ist los? Wimmelbildaufgabe. Die Jornaleros im Maisfeld arbeiten so schwer. Zu viel, als gut für sie ist. Sie müssen ihre gesetzlich vorgeschriebenen Pausen einhalten. Auf uns hören sie nicht, aber ich weiß, dass sie auf sie hören werden. Machen wir einen Mais. Hier hinten. Muss ich hier wahrscheinlich die Experten finden. Also fände ich zumindest nur logisch. Nee. Gott. Sehr schön. Wir gucken mal nochmal. Die Jornaleros können in der Nähe ihrer Bauernhäuser gefunden werden. Die arbeiten auf den Maisfeldern, aber bei den Bauernhäusern. Na gut. Gucken wir doch mal. Das sind die. Das ist ein Karren. Aber wirklich abheben tun sie sich auch nicht, ne? Das ist mal ganz schön doof. Na komm. Wir haben doch nur hier Bauernhäuser. Ja, haben wir doch gar nicht. Na nü. Ja, soviel zum Thema Wimmelbildaufgabe. Wie kennzeichnen die sich denn? Wüsste ich gerade echt ganz gern. Wir lesen mal nochmal nach. Ja, eigentlich gerade, aber finden und holen sie die erschöpften Jornaleros. Die können in der Nähe ihrer Bauernhäuser gefunden werden. Oder meinen die damit die Bauernhäuser? Das wäre ja irgendwie auch recht sinnig. Oder viel sinniger eigentlich sogar. Aber... Nö. Nö. Das ist ja mal ätzend. Egal, vorher sorgen wir erstmal für Arbeitskraft. Das macht ja sonst keinen Sinn.
wir mal. So nicht. Das ist aber eine coole Anordnung. So. So. Boah. So muck wie dies. Aber dann fehlen immer noch diese Hyopies. Doch hier. Ja, in der Nähe ist dann auch relativ, ne? Die Felder sind da. Da haben wir ein. Da haben wir zwei. Da haben wir drei. Die arbeiten im Nix. Oh, Lord Fakahas Anpassung der Alkoholsteuer. Das ist was fürs Rathaus. Ich glaube, dadurch wird das Bedürfnis an Alkohol reduziert, was ich ziemlich gut fände. Weil wir einfach unglaublich viele. Die Menschen lassen sie hoch. Alkohol verbrauchen. Guck mal hier, du kannst da mal einmal rüberfahren. Fahr mal in die neue Welt. So, und dann. Hopp, hopp, hopp. Pferdchen lauf galopp. Wo sind denn jetzt schon wieder meine. Wo sind meine ganzen Schiffe? Ich krieg hier eine Macke, ey. Sie sind in Frage. Das sind die von dem. Schiff unter Beschuss. Wo denn? Lass das mal bleiben hier. Oha, das sind viele. Okay, der schippert drüber. Ich hoffe, der kommt dem noch. Ich brauche ja auch dringend ein paar Kriegsschiffe, ey. Hier haben wir nur die beiden. Ja, der ist zum Glück schnell, der Klepper. Aber wir waren gerade in der alten Welt. Wo sind denn hier meine... Der ist auf Piratenjagd und der hängt hier... Was macht ihr denn hier? Sind die dumm oder was? Was soll denn das? So, Sammelpunkt ist hier. So. Gut. Ihr fahrt mal zum Geleitschutz. In der Hopfenplantage. Und da ist natürlich auch keine Feuerwehr. Super. Jetzt ist da eine. Ein Scheiß. So, aber ich war gerade bei meinem Schiffchen hier. Fregatte, Linienschiff. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Ist eine Expedition zugewiesen, aber hat sich gedacht, fährt noch nicht, ja? Schiff unter Beschuss. Kommst du denn jetzt her? Oh, Tiger an Bord. Das ist, möchte ich ungern verlieren eigentlich. Was ist das noch? Gut, du bleibst dann erstmal hier im Hafen. Haltet sie auf Kurs. Die Kanonenboote kriegen wir damit platt. Das ist auch eine Fregatte, die macht das so. Zack, versenkt, Drecksack. Dann legst du das mal hier ab. Ist es mir das wert, für eine Stunde Waffenstillstand? Das ist ja nicht die Welt, ne? Ich glaube, der kriegt stattdessen einfach mal ein paar von Latzen. Ach, scheiße! Kacke! Das wollte ich doch gar nicht. Ist die Flagge meines Vaters. Na gut, immerhin freuen die sich ein bisschen. Ah, das nervt jetzt. Gut, Flammen wurden gelöscht. Wir gucken nochmal darüber. Wo war das Feuer? Müssen wir was wieder aufbauen? Nein. Gut, wir brauchen Kriegsschiffe. Viel mehr Kriegsschiffe. Gleich noch eins hinterher. Das schlägt ein bisschen auf die Bilanz, aber mir egal. Noch eine Aufgabe. Oder was? Eine Bauaufgabe. Ja, Hospitalfrauen. Wollten wir doch sowieso machen. Das passt doch. Bauen wir das da hinten hin. Ja, das wird ja noch größer. Bauen wir eins dahin. Und hier bauen wir noch eins hin. Brauche ich da echt drei Stück von? Da draußen gibt es Haie und Schlimmeres. Fahr mal mit. Du machst das schon. Mal schauen, was da abgeht. Eigentlich haben wir gerade Waffenstillstand, also wenn hier nicht, ja, random was kommt. Na, das macht nackig. Dann hinterher. Rums.
Linienschiffe sind schon geil, ne? Die klotzen da echt ordentlich rein. Sehr schön. Das kann jetzt mal hier unsere Schätzeleins abholen. Den Teaser, den packen wir schön bei uns ins Zoo. Und bald haben wir ja auch ein Dings hier im Museum. Da kommt dann das Artefakt rein. Und ich merke gerade, wie ich mich ein wenig verzettel. Aktivität ist auch gut. Und einen Haufen Kram mache, der irgendwie kaum weiterführt. Wo denn? Das habe ich mir fast gedacht. Rumsa. Wo denn noch? Ich denke, die Pimmelpiraten hier geben Ruhe. Warum ist hier weiter Action? Was soll denn das? Achso. Jetzt mal wieder in die neue Welt. Ah, bis der da ist. So, wir wollten Pelzmäntel uns organisieren. Gibt es hier Pelz? Hier gibt es keinen Pelz. Hier gibt es Pelz. So, was brauchen wir denn dafür alles? Ein Pelzmäntel und wiederum Baumwolle. Das können wir dann cool auf der anderen Insel machen. Wir fangen hier aber schon mal an, uns Felle zu holen. Ja, klar sind die das. Wie denkst du? Was nötig ist, um Haus und Hof zu schützen. Ich glaube, das machen wir hier. So. Du hast aber ein paar dicke Dinger. Da ein. Und da ein. Dann haben wir hier kein Lagerhaus in der Nähe. Das regeln wir auch noch fix. Machen wir genau hier zwischen. Sehr gut. Dank ist immer besser als Zank. Ja, denke ich auch. Da haben wir einen Teil der Kohle drin. So, dann haben wir schon mal Pelzmittel. Dann müssen wir jetzt Baumwolle aus der anderen Ecke da hinten holen. In der neuen Welt. Jetzt bin ich verwirrt von der Kamera. Hier fehlen immer noch Oberos. Ist mein Schiffchen jetzt schon da? Auf die alte Dame ist Verlass. Nö. Aber gut, wir brauchen erstmal hier mehr Mannequins. Also aufrüsten. Zack. So, haben wir davon erstmal genug. Und die beiden noch und bauen dann noch ein paar Häuschen. Hilft ja alles nichts. Das passt. Und rum damit. So, haben wir ein bisschen. Gut, die kann man alles ran. Ja. Dann können wir uns nämlich Baumwolle holen. Gibt es die hier? Ja. Sehr schön. Machen wir gleich hier. Ja, Kaffee gibt's auch. Woher kriege ich... Ach, brauche ich jetzt 600 Oberos. Vorher geht das nicht. Das ist ärgerlich. Aber gut. Ist auch nicht das Riesenproblem. Machen wir hier voll. Ich will es ja auch ein bisschen schön haben jetzt hier. Das ist doch viel schöner. So. Bis hier noch und dann hier zwei. Passt da noch eins? Nein. Und hier zwei. Zack. Alle mit Straßen verbunden. Bis in die letzte Ecke. Und dann holen wir uns auch noch ein paar. Putz. War jetzt genug? Was fehlt euch eigentlich? Nix. Ach komm, 10 Stück, ehrlich? Ah, jetzt haben wir Kaffee freigeschalten. Oder? Nee, wir haben noch gar keinen Kaffee angebaut. Können wir hier Kaffee anbauen? Ja. Und wir haben sogar genug. Dann suchen wir uns noch eine schöne Ecke aus. Hier hatten wir was? Banane? Achso, hier ist Futter. Ja, da werden wir jetzt wahrscheinlich langsam ein bisschen mehr brauchen. Das ist die Wolle, da werden wir auch mehr brauchen. Das können wir gleich mal. Fehlende Baukosten. Ach, uns fehlt mal wieder Stein. Was auch sonst. 1, 2, 3. Moment mal. Würden wir hier eins hinkriegen? Wir probieren das mal. Du darüber. Dich dann hier setzen. Ja. Das ist ja schön. Kann das so gedruckt werden?
Das kann ich dir noch nicht sagen. Ja, so können wir das machen. So, dann haben wir noch eine Alpaka-Farm. Dann brauchen wir aber auch noch mal ein bisschen was für Klamotten. Was? Ponchos. Und die andere? Ach ja, die haben wir vorne hingebaut. Ja. Zack, noch eine. Davon brauchen wir auch noch eine. Und davon dann entsprechend natürlich auch noch eine. Und dann brauchen wir auch noch Banana. Zack, zack, zack. Ratzfatz hier. So, nach hinten durch, soweit es geht. Über 128. Spielstand gespeichert. Hier noch ein voll. Na gut, die 5 können wir dann aber auch da vorne ransetzen. Das sieht ein bisschen schicker aus. 5. 3 lassen wir frei für eine andere Farm. Und dann ist das auch schon gut. So. Ja, gucken wir doch mal. Ihr habt nichts zu tun. Setz dich lieber in den Schatten. Ach, du hast keine Bananen. Aber Lagerhaus haben wir eigentlich da. Will ich doch zumindest hoffen. So, du holst dann den Kram ja auch noch. Und dann kannst du wieder übersetzen. Zack, ab in die alte Welt. Jupp. Yep. So, dann holen wir noch Kaffee. Wenn wir das überhaupt können. Da brauchen wir nämlich also einmal 150 Oberos, um den herzustellen. Und 2 Kaffeeplantagen, also nochmal 20 von den anderen Hayopais. Dann brauchen wir mehr Einwohner. Meine Fresse, das wächst hier langsam auch ganz schön krass an. Hätte ich gar nicht erwartet. So. Einmal einen Weg lang. Und dann sollte das auch halbwegs passen. Die Frage ist nur, wohin? Ist eigentlich eine Menge Platz. Nein, eigentlich können wir hier schön Kaffee anbauen. Machen wir das mal. 2 davon. Ich will wohl kein Holz mehr in Zukunft brauchen. Das heißt, wir machen das hier hin. Den Platz füllen wir natürlich voll aus. Dann nach hinten durch. So weit wie geht. Ein bisschen lassen wir tatsächlich Luft. Da kann man noch eine Kaffeeplantage hin und dann füllen wir das hier nämlich weiter auf. So, das da reißen wir wieder weg. Da läuft dann die andere nachher rum. Ja, geht natürlich nicht, ist nicht so einfach. So. Und so, und das hier nehmen wir auch weg. Und nutzen hier jeden Millimeter von der Insel. Oh, diese Bäume. So. Zack. Das kriegen wir auch noch voll. Und das ist doch ordentlich was. Zack. Und dann gleich noch eine daneben. Einmal hier hoch. Und dann hier rüber. So. Bis auf den letzten Millimeter hier. Da haben wir jetzt alles ausgefüllt. Und dann hier noch. Ein ganzes Fältchen hier um die Baumproduktion rum. Voll. Da hinten dann auch so weit wie es geht. Und dann haben wir sogar noch ein bisschen Luft. Jetzt nach hinten raus und dann nach vorne weg. So, 2x Kaffee. Tada. So, dann wird es hier langsam, glaube ich, eng mit dem
Kapazitäten vom Hafen. Das heißt, wir werden wohl mal hier ran müssen. Oh, das passt ja schön da rein. Oh, das möchte ich so. Das ist ja super cool. Boah, wir brauchen dringend ein paar Steinchen. Na, das baut ab den Mist. Ich brauch das. Meine Fresse, kriegt er wenigstens gleich 2k? Ah, hier ist er ständig überfüllt, ey. Meine Fresse, kein Zustand. Pft, hä? Hier doch eben noch mehr Ziegel hier. Ach, die werden ja auf die andere Insel auch noch geschleppt. Was haben wir jetzt hier? 118. Das ist schon ein bisschen was. Oh, was ist hier los? Wir machen einmal langsam. Gucken wir uns mal an, was hier abgeht. Ich glaube, hier hat man noch gar nicht die Ego-Perspektive. Zack. Hier ist Party angesagt. Das finde ich ein bisschen schade, dass hier die gleiche Musik läuft. Ja, man hätte da ein bisschen was anderes abspielen können. Irgendwas Passendes. Aber hier wird schön gehandelt. Das Kaffeebohnen. Hier. Melonen. Sehr, sehr unförmige Melonen. Sehr, sehr platte Bananen. Und soll es Fisch. Nee. Rüben? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir hier noch Schönes? Hier haben wir matschige Texturen. Mehr matschige Texturen. Und Baumwolle, die wir noch gar nicht anbauen. Aber das macht nichts. Ja, jetzt erstmal Kaffee. Ja, und ich würde sagen, mit dem. Wo kommst du denn her? Junge, Wend in 3 Zügen. Nicht schlecht. Drink Love. Das ist doch die Kirche, oder was? Nee, ist er doch nicht. Ich wollte gerade sagen. Das wäre ja heftig. Aber ist cool hier so mit den Plakaten an der Decke. Fetzt schon. Und hier wird der Rum durch die Straßen geschoben. Super. Gut, und wieder mal mit ein bisschen Partybild beende ich auch diese Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke euch fürs Zugucken. Und wir sehen uns bald hoffentlich wieder. Bis dann, euer Ragnar Bertholdsson.